Ahu, liebe Schildmeiden Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Contraband Police mit eurem Eric Vikingson und dem Igor. Und ihr seht schon oben links, gestern haben wir ja genau hier aufgehört, hier geht's jetzt weiter. Die Freiheit wird siegen, trifft die Rebellen. Und das Schöne ist an der ganzen Sache, die haben keinerlei Munition. Ich hoffe, wir werden ausgestattet mit Munition. Irgendwie oder irgendwas passiert da jetzt bestimmt hundertprozentig gleich. Das wäre gar nicht mal so ungünstig, wenn da mal was passieren würde. Ich würde jetzt das erstmal kurz so ansetzen. So, das passt. Das Messer haben wir hinten drauf. Die Gabel. So, alles, mit dem wir schießen können, haben wir dort sitzen. Werkzeug mache ich hier runter. Das heißt, hier oben haben wir unsere Schrot. Da haben wir schon mal ein bisschen was. Guck mal her, machen wir so. Fertig, auf geht's. Wir fahren zu den Rebellen. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. So weit weg werden sie ja gar nicht sein, hoffe ich. Ich glaube, das ist so das Haus, wa? Ja, guck mal, das muss das Haus sein, von dem ich da gestern ja gesprochen habe. Da würde ich jetzt bis kurz vor die Polizeistation fahren. Mit unserem kleinen, schnellen Vehikel hier. Wo immer noch die Scheibe kaputt ist. Was ist denn da los? Nicht repariert oder was? Hä? Naja, wird eh wieder kaputt gehen, meint er. So, auf geht's. Jawohl. Hallo, rechts vor links und so was. Mit Polizei. La, 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 la. Wir fahren, wir machen Stress, wir machen Stress, wir fahren, machen Stress. Wir treffen uns mit den Rebellen im Polizeiauto. Oh! Junge, das hat jetzt aber gedötzt, hey. Ich habe auch leicht Schaden genommen, habt ihr das gesehen? Naja, ist ja keine Scheibe drin. Was soll man da machen? So, du musst dann vor der Polizeistation rechts, ne, Igor? Ja, ja, mach Räumer frei hier. Du kannst noch, du kannst noch. So, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Jetzt meine ich, dass du rechts musst. Ob wir es jemals finden. Boah, aber hart lenken darfst du hier mit der Karre auch nicht, ne? Wow, warum steht ihr eigentlich alle hier? So, du fährst jetzt da mal rechts am Friedhof. Ich hab doch das Gefühl, dass das richtig ist. Warte mal. Ja, ja, alles gut. Hast alles richtig gemacht, Igor. Mensch, man schleicht sich ja auch gern von hinten an. Hier im Wald treffen wir uns nämlich. Ist es auf der Brücke? Hier ist doch die Brücke, oder? Hier ist es. Nee, hier ist nur Müll. Ich versteck den mal. Warte, ich versteck den kurz, dass den keiner sieht. Ich muss halt, warte mal, hier rein. Ja, ja, warte, ich muss, das ist alles gut. So, ich versteck den hier, genau im Gebüsch. So. Servus! Na? Gibt's Tee oder was? Victor, wie geht's was dir? Du? Ja, sag ich dir, was weiß ich du? Du bist doch, sag mal, bist du... Sag mal, bist du der, der hier... Aha. Nee, oder? Nee, doch, bestimmt. Wie ist die Lage, Genosse? Ja. Ja, na klar. Geh zum Polizeipräsidium. Nie tap madre separa. Zdravla ać akari svobodeń. Lang lebe die rote Faust. Hatschi, hatschu, hatscha. So, und jetzt? Da sind sie. So, wie machen wir es denn jetzt? Von hinten hast du gesagt, ne?
Zeig deinen Kopf! Zeig deinen Kopf! Fabio! Ich geh mal kurz bluten! Policka jest w rumskaniach! To nasze możliwości! Atalog! Atalog! Mi amo! Leute, ich brauch mal kurz... Ah, shit! Ja, das brauche ich nicht. So nämlich! Ich deck dich! Boom! Und zack! Boom! Kopf hoch! Köpfchen hoch! Mach's hoch! Ich glute alles, Junge. Ich glute alles, ja. Das Problem ist nur, ihr habt nicht das, was ich brauche. Warte, da liegt noch einer. Den will ich. Ja. So, weiter geht's. Rishu, Polizka odsiedz szniki eto podjedz za dno minitka. Пошло инсидия. Не будро хрунию повротни. Хурка, гарин фортунко, это ваша ручка. Alles klar, ich geh rein da. Habe ich! Clear! Läuft, Junge! Super! Ah, das wird's doch nicht gewesen sein, ja? Ich höre ihn! Lichterjäger! Halt! Ich bin doch gerade am Looten, Freunde! Das geht doch nicht hier! Weißt du? Doppelwoppel. Listo, Ego! Oh, Junge! Platsch! Epische Musik! Ah!
die denn ausgerüstet? Genosse, ich bin jetzt drin! Also... Aha. Ah, to Iliovi. Lista? Vaše pardrodniki atmanje to popa. Me znaja, če to padre Atalok. Komis Artura ne rozdruki ili hronju etom bydlok. Povrat koheno, vjelako obar policniki umrat. Eto spat na terrora. Juri? Halo, Juri, Juri, Juri. Ili tajet. Du hast ein Problem, Juri. Revolution! Die rote Faust! Junge! Der Sieg der Revolution! Am 17. Die Musik ist voll laut. Ich mach's ganz. Am 16.05. 1981 erlebte das Land eine blutige Revolution unter der Führung des Anführers der blutigen Faustbewegung, Michael Gary. Der ehemalige Erstsekretär Igor Acharov wird zusammen mit der Regierung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Viele politische Gefangene werden freigelassen und die Bürgerinnen und Bürger, die normalerweise unter der Diktatur der Angst leben, können endlich frei atmen. Boris Obarenko. Bis zum Sturz der Regierung arbeitete er weiter mit der blutigen Faust zusammen. Die neue Regierung will jede Verbindung zur Bande vertuschen und steckt ihn in eine geschlossene psychiatrische Anstalt. Yeah! Grigorij Belov. Schwer verwundet stirbt er in einer verlassenen Krypta. Er wird Obarenkovs Männern gefunden und einen anonymen Grab gebracht. Die Ergebnisse seiner Entwicklungen wurden nie bekannt gegeben. Lange gefoltert, entführt er die geheimen Pläne der Regierung, die sich als entscheidend für den Erfolg der Revolution herausstellten. Schließlich wird er vor Staatstribunal gestellt und wegen Kollaboration mit den Kommunisten zu 25 Jahren Verhängnis verurteilt. Pyotr Kafka. Timur Koroschenko. Er arbeitet weiter für den Widerstand und spürt alle auf, die mit dem kommunistischen Regime in Verbindung standen. Und beseitigt sie. Nachdem die Revolution gewonnen war, verlassen er und seine Frau das Land, um ein neues Leben zu beginnen. Ja! Gavrilov. Als seine Verbindung zum Widerstand ans Licht kam, legte er seine Uniform ab und beteiligte sich an der Ausbildung der blutigen Faustmiliz. Als Dank für seine Dienste wird er zum neuen Leiter der Polizei von Akristan ernannt. Ihr Lieben, das war's mit Contraband Police. In loving memory of Kamil Kona Obanski. Leider gestorben am 15. Dezember 2020. Odin wird auf ihn aufpassen. Ein schönes Spiel geht zu Ende. Eine Ära Igor. Jetzt kommt der wohlverstehende Ruhestand. Mal gucken, wann wir ihn wiedersehen. Die rote Faust. Ja, das war's. Wunderschönes Game. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Und ja, schreibt doch einfach mal, wie ihr es fandet. Mal gucken, was Igor demnächst so anstellen wird. Aber jetzt verspreche ich euch erstmal, gibt es eine längere Pause. Igor hat fertig und hat sich seinen Urlaub wohl verdient. Macht's gut, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen.